Willkommen auf dem Channel. Heute werde ich die Geschichte eines wohlhabenden Ehemannes Vika erzählen, der seiner Frau erlaubt, nebenbei Affären zu haben, um eine Scheidung zu vermeiden. Und wie ihre Affären enden werden, werden Sie in den nächsten Minuten herausfinden. Viel Spaß beim Anschauen. Der Film spielt in einer Kleinstadt in Louisiana. Nachdem er mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren ist, kehrt Vic nach Hause zurück und findet seine geliebte Frau Melinda vor, die ihn aufmerksam beobachtet, dann aufsteht und geht. Ein Ehepaar geht auf eine Party und ruft Chelseas Kindermädchen ins Haus, um auf ihre kleine Tochter Trixie aufzupassen. Die impulsive Melinda schenkt ihrer Tochter nicht viel Aufmerksamkeit und schnauzt sie nur bei lauter Musik an. Vic hingegen zeigt sich als fürsorglicher und liebevoller Vater. Ihr Mann hilft Melinda, ein schönes Kleid und Schuhe auszusuchen. Er sagt ihr, sie solle ein schwarzes Kleid und Schuhe aus New York tragen. Danach gehen sie auf eine Party. Vic geht zum Stehtisch und bemerkt, dass seine Frau mit Joel, der gerade angekommen ist, irgendwohin geht. Vic folgt seiner Frau und sieht Melinda, die Joel durch das Fenster küsst. Maris Freund fragt Vic, was er über das promiskuitive Verhalten seiner Frau denkt. Vic antwortet verschmitzt, dass er sich darüber keine Sorgen macht, denn es gibt eine Vereinbarung zwischen ihnen, dass seine Frau sich mit anderen Männern treffen kann, solange die Ehe bestehen bleibt. In der Zwischenzeit gibt Melinda, die viel getrunken hat, ein Konzert. Sie spielt Klavier und singt und fesselt die Aufmerksamkeit der Gäste. Während sie spielt, beobachtet Vic sie liebevoll. Vic geht in die Bar und trifft dort auf Joel. Er sagt ihm, dass er gerührt ist von seiner Ruhe ihm und seiner Frau gegenüber, denn jeder andere Ehemann würde vor Eifersucht platzen. Im Gegenzug erzählt Vic Joel die Geschichte von Marty, der ebenfalls mit seiner Frau gesprochen hat und vor kurzem verschwunden ist. Auf Joels fragenden Blick hin sagt Vic, er habe Marty getötet. Ein verwirrter Joel sagt, er glaube ihm nicht, aber trotzdem stürmt er eine Minute später aus der Party. Melinda fragt ihren Mann, was er zu Joel gesagt hat. Der Mann leugnet alles, aber das Mädchen glaubt ihm nicht, da sie die beiden reden sah und Joel sich danach seltsam verhielt. Sie fahren schweigend nach Hause. Während Vic das Kindermädchen bezahlt, läuft Melinda oben ohne im Haus herum, wofür sich Vic entschuldigen muss. Später im Schlafzimmer hilft Vic seiner Frau beim Ausziehen und massiert sie. Sie sagt, dass sie sich mit Joel vergnügt und es ihr gefällt, und danach schickt sie ihren Mann zum Schlafen ins andere Zimmer. Doch der niedergeschlagene Vic geht in die Garage, wo viele Schneckenterrarien stehen, ein Hobby, das ihn beruhigt. Am Morgen bringt Vic seine Tochter zur Schule und stellt fest, dass die Hälfte der Leute, die er kennt, von seiner Drohung an Joel gehört hat. Er ist mit Freunden zu Mittag, die meinen, das Verhalten seiner Frau sei abnormal, sie stelle ihre Beziehungen zu anderen Männern zur Schau und er müsse ihr Manieren beibringen. Auch Melina erfährt davon und wird wütend. Vic entschuldigt sich, aber Melinda sagt ihrem Mann, er solle sich bei Joel entschuldigen, da sie den Jungen bereits zum Abendessen eingeladen habe. Während des Abendessens erzählt Joel ihnen, dass er bald nach New Mexico gehen wird, weil er dort einen gut bezahlten Job gefunden hat. Melinda schlägt vor, dass sie ihn dort besuchen könnten, aber der Smalltalk am Tisch geht in einen Austausch von Vorwürfen zwischen den beiden über und die Sache spitzt sich zu. Melinda schickt ihren Mann ins Kinderzimmer, um Trixie ins Bett zu bringen. Ein liebevoller Vater liest seiner Tochter eine Gute-Nacht-Geschichte vor, und dann sagt die Tochter ihm, dass sie Joel nicht mag. Nach der Lektüre kommt Vic nach unten, um Melinda und Joel zu sehen, die sich amüsieren. In der Küche lässt er absichtlich einen Teller fallen, um dem Paar zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Melinda geht ins Bad und Vic bringt Joel einen Drink. Als Joel ihn fragt, ob er sich bei ihm entschuldigen wolle. Vic sagt, dass er sich für nichts entschuldigen muss, weil er Marty getötet hat. Vic begleitet Joel dann nach draußen, indem er ihm vorher ein Taxi ruft. Wenig später trifft Vic auf einer Party Don, einen Schriftsteller. Er fragt Vic, was er beruflich macht. Vic antwortet, dass er Webanwendungen entwickelt und in Frührente geht, da er einen Chip für Drohnen entwickelt hat. Nach dem Gespräch fordert Vic Dons Frau zum Tanz auf, was die Anwesenden und Melinda ein wenig überrascht. Am nächsten Tag erhält Vic einen Anruf von der Bank, in dem ihm mitgeteilt wird, dass seine Frau einem Mann namens Charlie DeLille $3000 überwiesen hat, mit einem Vermerk für Klavierunterricht. Nachdem er sich in den örtlichen Lokalen umgehört hat, findet Vic heraus, wo dieser Charlie spielt. Er beobachtet ihn und bemerkt, dass Melinda ihre Bewunderung für den Pianisten zum Ausdruck bringt. Von einem neuen Problem verwirrt, kehrt Vic nach Hause zurück. Vic ist in seine Schneckensammlung vertieft, während seine Frau mit Charles beschäftigt ist und nicht einmal in der Nacht nach Hause kommt. Melinda kehrt am Morgen zurück.
Ein wütender Vic versucht, an seine untreue Frau zu appellieren, sich nicht mehr mit Charlie zu treffen, weil sie eine Tochter haben. Aber diese Worte haben keine Wirkung auf seine Frau und sie erinnert ihn daran, dass eine offene Beziehung Vics Idee war. Auf der Party stellt sie Vic ihren Klavierlehrer namens Charlie vor. Wenig später bemerkt Vic auf der Treppe ein zufriedenes Paar, das aus einem Zimmer kommt, das zuvor von innen verschlossen war. Als nächstes runzelt Vic die Stirn, als sie im Pool herumtollen, aber ein unerwarteter Regen zwingt alle, im Haus Schutz zu suchen, und es sind nur Vic und Charlie im Pool. Es ist eine gute Gelegenheit für Vic, und nach einer Weile wird Charlie tot im Pool gefunden. Die Polizei trifft am Tatort ein und befragt die Gäste. Melinda macht Vic direkt für den Mord verantwortlich, und auch der Schriftsteller Don beginnt, ihn zu verdächtigen. Das Paar kehrt nach Hause zurück. Vic fragt Melinda, ob sie Angst vor ihm hat, nachdem was passiert ist. Sie antwortet, dass sie keine Angst vor ihm hat. Bei einem Spaziergang durch die Stadt bemerkt Vic ein Auto, das ihn vor kurzem verfolgt, und im Café nebenan sieht er seine Frau und einen Detektiv, den Don und Melinda angeheuert haben, um ihn zu überwachen. Mit diesem Wissen geht er zu Don nach Hause, demütigt ihn vor der ganzen Familie und beschuldigt ihn der Spionage. Danach sieht er seine Frau auf der Straße mit einem neuen Freund namens Tony. Zu Hause hört Vic, wie sie sich unterhalten. Vic begreift, dass sie planen, nach Brasilien zu gehen und Trixie mitnehmen wollen. Vics Wut macht ihn blind. Er versucht, mit Melinda zu reden, aber ohne Erfolg. Er beschließt, Tony zu einem Besuch einzuladen. Als Tony eintrifft, erzählt Melinda Vic, dass Tony der erste Amerikaner ist, mit dem sie die Nacht verbracht hat. Das macht die Situation extrem unangenehm. Die beiden amüsieren sich gut und Vic beobachtet sie schweigend. Später ziehen sie sich im Obergeschoss zurück und überprüfen das Sofa auf Stärke, aber Vic greift nicht ein. Am nächsten Tag wartet er auf Tony auf der Straße. Er erzählt ihm, dass Melinda ihm ein schönes Stück Land zeigen will, da Tony maßgeschneiderte Privathäuser baut. Vic nimmt ihn mit in den Wald. Dort angekommen, wirft Vic einen Stein nach Tony. Tony stürzt von der Spitze des Hügels und wird getötet. Vic versteckt die Leiche im Fluss, indem er ihn mit Steinen flutet und zuerst Tonys Brieftasche an sich nimmt. Zufällig machen Melinda und ihre Tochter ein Picknick in einer Schlucht, in der Tonys Leiche versteckt ist. Melinda glaubt, dass Tony sie wieder verlassen hat und wird Vic gegenüber wohlwollender, da er immer für sie da ist, egal was passiert. Vic schenkt ihr ein Fotoalbum mit der Aufschrift »Die Liebe meines Lebens«. Plötzlich bemerkt Vic, dass Trixie zu nahe an die Klippe gekommen ist und zu ihr rennt, und dort bemerkt er, dass Tonys Körper im Fluss aufgetaucht ist. Auf dem Heimweg sagt Melinda, dass sie ihren Schal beim Picknick vergessen hat. Jetzt hat Vic einen guten Grund, dorthin zurückzugehen und die Leiche besser zu verstecken. Zu Hause flammt das Feuer der Leidenschaft zwischen dem Paar wieder auf. Am nächsten Morgen eilt Vic zur Schlucht. In der Zwischenzeit sucht Melinda nach ihm und findet Tonys Brieftasche in der Garage mit den Schneckenterrarien. Das erschreckt sie. Vic geht in den Fluss hinunter, aber plötzlich taucht Don mit einem Schal in der Hand auf und fragt, was er hier macht. Plötzlich taucht eine Leiche auf und Don rennt weg, so schnell er kann. Er steigt in sein Auto und fährt davon. Vic springt auf sein Fahrrad und jagt ihm hinterher. Zur gleichen Zeit packt Melinda ihre Koffer, aber Trixie unterstützt ihren Vater, indem sie sie in den Pool wirft, und das Mädchen sagt ihrer Mutter, dass wir nirgendwo hingehen werden. Inzwischen beschließt Vic, den Weg durch den Wald zu schneiden und fliegt direkt unter die Räder des Autos, und das Auto fliegt von der Strecke ab und fällt in eine Klippe. Ein müder Vic kommt nach Hause und wird von seiner Frau Melinda begrüßt. Sie sitzt auf der Treppe und schaut zu und geht später in ihr Zimmer. Später sehen wir, wie sie Tonys gefundene Dokumente verbrennt, um das düstere Geheimnis ihres Mannes zu wahren. Das ist das Ende des Films. Hat er Ihnen gefallen? Vergesst nicht, eure Meinung zum Film in den Kommentaren zu hinterlassen. Es wird interessant sein, sie zu lesen. Wir sehen uns alle auf dem Channel.